werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Alex, Acker Select, und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal eine kleine spontane Manga-Review, denn ja, ich habe mir die Tage über einen gewissen Manga-Einzelband mal mitgenommen, und zwar günstig, und ja, den habe ich direkt verschlungen und ja, ich habe einfach das Bedürfnis, über ihn zu reden. Und zwar ist die Rede von Burning Hell, das Land der Götter. Und theoretisch gesehen ist dieses Video nicht nur eine Manga-Review, sondern zwei Manga-Reviews. Denn Burning Hell, das Land der Götter, ist nicht eine Geschichte, sondern zwei. Also Burning Hell sind irgendwie 100 Seiten und danach der Rest ist das Land der Götter. Und ich würde sagen, wir reden nicht groß und heißen Brei, sondern lasst uns mal klären, worum es in diesen beiden Geschichten überhaupt geht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Burning Hell. In Burning Hell dreht es sich um eine Insel, auf die sowohl die Koreaner wie auch Japaner Schwerverbrecher verbannen. Auf dieser Insel treffen nun eines Tages der Kannibale Yu und der Serienmörder Han aufeinander und ja, sie können sich von Anfang an nicht leiden und bekämpfen sich auch dementsprechend sehr, sehr schnell. Und nun zu Das Land der Götter. In Das Land der Götter dreht es sich um den Prinzen Limun, der auf der Flucht ist vor Attentätern. Dabei heuert er unter anderem einen Banditen an, an dem nicht alles so normal ist, wie es scheint. Und vor allem entdeckt er eine schockierende Seuche. Und ja, ich muss einfach sagen, Burning Hell war ein richtig geiler Einzelband. Vor allem ist er schön dick, wie man hier sieht. Und oh, es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, diesen Band zu lesen. Die Geschichten sind einfach so richtig schön abgefuckt. Ich meine, ne, Burning Hell, einer der Hauptcharaktere ist ein fucking Kannibale. Und auch das Land der Götter hat so ein oder andere Fucked-up-Moment unter anderem auch in Bezug auf Kannibalismus. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, über die jeweiligen Stärken der Geschichten zu reden. Und dabei fangen wir natürlich an mit Burning Hell. Ich persönlich würde sagen, Burning Hell hat von beiden Geschichten die weitaus simplere Story, was aber persönlich schlimm ist. Zugegebenermaßen später kommt noch so was Dämonenartiges in dieser Geschichte dazu, wo ich mir beim Lesen nur dachte, what the fuck, wo kommt das her? Allerdings, ich finde, was Burning Hell sehr besonders macht, sind die beiden Hauptcharaktere, denn ne, der eine ist ein Kannibale, der andere ist ein Serienmörder. Also wirklich, es ist selten, dass man mal eine Geschichte hat, wo beide Hauptcharaktere halt keine Helden sind, sondern einfach, ja, Schwerverbrecher. Und zwar vor allem Schwerverbrecher, die halt auch noch richtig krank im Kopf sind. Also allein was Han mit Leichen anstellt, alter Schwede. Es ist einfach auch richtig schön fucked up und natürlich diese Dämonen-Thematik ist halt auch noch geil. Ne, Dämonen-Thematiken sind, finde ich, ne, Dämonen-Thematik ist einfach immer geil. Und dann jetzt zu den Stärken von Das Land der Götter. Das Land der Götter hat eine, wie ich finde, viel interessantere Story, schwächelt aber persönlich halt ein bisschen an den Hauptcharakteren dafür. Also im Vergleich zu Burning Hell sind die Charaktere da einfach, ja, persönlich schlecht, aber einfach bei weitem nicht so interessant. Dafür hingegen, was Das Land der Götter so richtig geil macht, ist diese Seuche, die ich in der Beschreibung schon erwähnt habe, die einem Zombie-Virus ähnlich kommt, nur eben, das spielt nicht in der modernen Zeit, sondern beide Geschichten spielen so ziemlich im alten Japan. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitära das Land der Götter genau spielt, aber ja, ne, es sind ja altmodisches, also altes Settings. Und die Zombies selber sind halt einfach richtig schön geil, krank und es ist einfach eine schöne Zombie-Story und unter anderem Zombie-Story, die einfach Bock macht. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, in dem beide Geschichten einfach nur geil sind. Da hätten wir zum einen die Action. Denn ja, in beiden Geschichten wird gekämpft. In der ersten halt zwischen Han und Yu. Oder wie man auch immer man den Namen ausspricht. Und in der zweiten halt die Attentäter unter anderem gegen eben den zuvor erwähnten Banditen. Und diese Action bockt einfach. Also ich finde, sie hat einen schönen Fluss und vor allem, das ist nämlich die zweite Stärke dieses Manga, die Zeichnungen. Denn ohne Witz, Burning Hell, das Land der Götter, ist einfach nur ein reiner Augenschmaus. Egal welche Seite man aufschlägt, es sieht geil aus. Und gerade in Action-Momenten, oh, es bockt einfach. Klar, die Storys mögen nichts Innovatives sein oder so, aber allein für diese Hammer-Zeichnungen
Und finde ich, lohnt sich schon ein Blick in Burning Hell. Ich meine, allein das Cover, obwohl es sehr simpel ist, das finde ich einfach geil aus. Und gut, ich persönlich bin ehrlich, ich liebe einfach richtig geile Zeichnungen. Doch leider Gottes habe ich auch an Burning Hell einen Kritikpunkt. Und zwar enden beide Geschichten unfassbar offen. Also holy fuckeroni. Eigentlich hätte jede dieser Geschichten jeweils irgendwie 3 Bände oder so lang sein müssen. Mindestens. Allerdings ja, es ist nur ein fetter Einzelband, wo sich der halt ein bisschen aus 2 Geschichten besteht. Dementsprechend, ja, die Enden sind leider Gottes offen. Auch wenn ich sagen muss, ich finde sie für offene Enden gar nicht so frustrierend wie so manch anderes. Also ich habe ja zum Beispiel letzte Tage La Vie en Rondol gelesen, was einfach nur Part 1 im Wesentlichen heißt. Also der Manga endet dann Part 1 und Ende und ja, Part 2 gibt's nie. Und da bleibt halt einfach super viel offen, aber irgendwie bei Burning Hell, das Land der Götter und das Land der Götter, finde ich, frustriert's eigentlich. Ich finde das Ende, obwohl es offen ist, denkt man sich nach dem Lesen so, ja, okay, das war geil, klar, schade drum, aber macht man nichts. Auch wenn es persönlich gerade bei das Land der Götter sehr ärgerlich ist, da am Ende noch so ein, zwei coole Sachen angeteased werden, wenn ich halt denke, das ist so eine richtig schön 3 Bände oder so, das wäre geil gewesen, aber so, ja, gut, wie schon erwähnt, machst du nichts. Alles in allem muss ich sagen, ist dies ein wirklich geiler Einzelband, der klar irgendwo ein bisschen frustrierend sein kann, also irgendwo ein bisschen ärgerlich ist, dass eben beide Geschichten sehr offen sind und auch sehr kurz. Trotzdem, in meinen Augen, ist ein Blick wert. Ich meine, allein, wie schon erwähnt, diese Zeichnungen sollten schon ein Grund sein, sich diesen Manga einfach mal anzugucken. Und man sollte jetzt nicht unbedingt was krass Innovatives erwarten, allerdings für Leute, die geile Action mögen oder geile Zeichnungen, gebt euch das Ding. Ich meine, man kriegt es inzwischen sogar sehr, sehr günstig gebraucht, weil, gut, Neupreis von 10 Euro würde ich nicht empfehlen, wenn ich ehrlich, finde ich für das, was es ist, dann doch ein Ticken zu teuer. Aber ganz ehrlich, wenn man es irgendwo mal für, keine Ahnung, 5 Euro oder so kriegt, nehmt es mit. Ihr habt damit eine gute Stunde oder so Spaß. Und es ist auch eine Geschichte, die finde ich, die man sogar öfter lesen kann. Einfach, weil die Zeichnungen bocken. Und ich bin ehrlich, ich werde wahrscheinlich dann irgendwann jetzt in nächster Zeit mir mal die anderen Werke von den Zeichner und dem Storyschreiber angucken. Ich meine, das, oh Gott, wie ist es? Shin Angyo Shi oder so? Irgendwie sowas gab es ja noch auf Deutsch. Also tatsächlich gibt es von diesen Mangakas sehr viele Werke auf Deutsch, meine ich. Und da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Denn ich bin ehrlich, Burning Hell war einfach nur geil. Denn es hat einfach Spaß gemacht. Und das ist letzten Endes das Wichtigste in meinen Augen bei einem Manga. Es muss nichts Innovatives sein. Nein, es muss nichts, revolutionieren. Es muss einfach nur Spaß machen. Und Burning Hell macht einfach Spaß. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Manga-Review angekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Burning Hell schon? Wie, ja, wenn ja, wie fandet ihr ihn? Oder werdet ihr euch nach dieser Review vielleicht mal holen? Vielleicht wahrscheinlich gebraucht, wie gesagt, 10 Euro, bisschen teuer. Aber 5 Euro oder so? Oh, warum nicht? Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Morgen kommt dann auch ein Manga-Erstendruck. Welcher genau, verrate ich an dieser Stelle noch nicht, aber seid gespannt. Ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, sondern es sollte es nichts kosten, wenn ihr irgendwas bezahlt, mal irgendwas gewaltig falsch. Und ja, wenn nicht mehr viel zu sagen, außer wie schon gesagt, danke fürs Zusehen und ciao!